Ja, willkommen zu einem neuen Video des JavaFX-Kurses und nachdem wir uns in den letzten zwei Videos ja den grundsätzlichen Aufbau von Diagrammen angeschaut haben, möchte ich euch heute zeigen, wie wir so ein Balkendiagramm, wie ich es immer in den Beispielen benutzt habe, wirklich in JavaFX auch anzeigen. Und ja, wir erstellen dazu erstmal das Diagramm, packen das dann in eine Szene und setzen die Szene dann in die Stage und zeigen die dann an. Das ist der Plan. Fangen wir vorne an, und zwar mit dem Erstellen des Balkendiagramms. Balkendiagramm auf Englisch heißt Bar Chart, also Bar Chart Chart ist gleich New Bar Chart. So, das Ganze importieren. Und dann kommt hier ein Fehler. Erstmal möchte das hier gerne Typargumente, und zwar einmal, was soll auf der X-Achse dargestellt werden und was soll auf der Y-Achse dargestellt werden. Auf der X-Achse soll jetzt zum Beispiel mal Text dargestellt werden, String, und auf der Y-Achse sollen Zahlen dargestellt werden, Number. Wichtig, bei Barcharts muss immer hier einmal String und einmal Number sein, sonst kommt ein Fehler. So, und hier werden dann die Achsen erwartet. Ich habe ja gesagt, um so einen Chart zu erstellen, brauchen wir erstmal die Achsen. Und später brauchen wir dann noch die Werte. Und die Achsen werden jetzt hier im Konstruktor erwartet. Und ja, da brauchen wir erstmal eine Achse, die Strings darstellt quasi. Und eine, die Numbers darstellt. Für die mit Strings gibt es die Category Axis als Vorlage quasi. Category Axis. X-Axis ist gleich New Category Axis, so. Das hat es hier jetzt schon automatisch importiert. Und dann für Y gibt es einen leichteren Namen, und zwar Number Axis, weil es halt eine Achse für Zahlen ist. Und dann Y-Axis ist gleich New Number Axis. So. Das Ganze jetzt auch noch importiert. Und die beiden können wir jetzt hier übergeben, x-Axis, y-Axis, so. Dann haben wir hier das Diagramm, das wird natürlich noch nicht verwendet, und der Konstruktor hier will auch Typargumente, String, Number, so. Und jetzt können wir das Chart, was tatsächlich auch schon ein Parent ist, direkt in die Stage packen, weil wir können Parents halt direkt in die Stage packen. Allerdings natürlich nur über eine Scene, also s.setScene, new scene, chart. Das Ganze funktioniert dann so. Und hier sehen wir jetzt dann unser kleines Diagramm. Hier links mit der Zahlenleiste und hier unten mit der Beschreibungsleiste, was aber halt jetzt noch leer ist. Gut, und im nächsten Video werden wir dann die Werte wirklich in diesem Diagramm anzeigen. Gut, dann bis zum nächsten Mal.